geht auf den Potsdamer Platz zu, hier einmal von oben. Das ist die Phase, wo es geradeaus Richtung Osten geht und geradeaus rein in den Gegenwind. Alleine jetzt Wilson Kipsang in der Führungsposition, unverändert. Er hat sich abgesetzt, ist weg von seinem unmittelbaren Verfolger Eliud Kipchoge. Und jetzt natürlich auch psychologisch das Auto dazwischen. Also für Eliud Kipchoge, er kann jetzt den führenden Läufer gar nicht mehr sehen. Insofern ist es jetzt für den Zweitlaufenden schwierig. Und Sie sehen, er hat sich auf Kurs gebracht. Er hat diese Tempoverschärfung auch gewählt, um wieder auf Weltrekord zu kommen, genau bei Null. Aber lassen wir noch ganz kurz einen Satz zu André Pollmecher sagen, der immer noch auf Kurs von 2 Stunden 13 ist, 2:13:05. Falk Czerpinski ein bisschen zurückgefallen, ist auf Kurs rund um 2:14. Das deutet schon darauf hin, dass er noch ein bisschen langsamer wird. Und Marcin Blasinski, unser eingebürgerter Mann aus Polen, für Eintracht Frankfurt startet, ist auf Kurs 2:14:30. Nur das zur Vervollständigung für die deutschen Daten, für die deutschen Läufer. Nochmal der Blick ins Gesicht von Eliud Kipchoge. Es bleibt dabei, der arbeitet, der versucht hier mit seinem kraftvollen Laufstil dran zu bleiben. Er weiß, er ist sehr gut unterwegs, auch wenn er vielleicht den Mann hier vorne, der mit diesem leichtfüßigen, langen Schritt enteilt ist, nicht stellen kann, wird es doch eine überragende Zeit werden. Und wenn es glatt zu Ende geht für den Zweiten, auch eine Bestzeit, eine persönliche. Eine deutliche Bestzeit, über 1:30 Verbesserung. Er hat im Moment stehen eine 2:05:30 Hamburg gewonnen in diesem Jahr. Und das wäre natürlich ein Wahnsinnsschritt, wenn der rund um 2:04 blank reinläuft. Aber Wilson Kipsang hier, ja, auf dem Weg zum Weltrekord, muss ich schon fragen, denn jetzt ist es nicht mehr weit und er sieht richtig gut aus. Wir schauen nochmal rüber zu Irina Mikitenko. Wir haben es gesagt, sie hat sich im Positionskampf im Feld verbessert auf Rang 3, aber hinter ihr, da in diesem gelb-bunt gemusterten Trikot, das ist die Vierte, das ist Hela Kiprop, die sich ebenfalls in dieser Gruppe hier sehr wohl fühlt, logischerweise, die toll organisiert wird von Nils Bubel und den anderen Tempomachern. Musste auch sehr wenig machen. Und sie hat jetzt auch mal schon geschaut, wo ist sie denn? Läuft sie, ist sie direkt da? Und jetzt auch hier die Konstellation, Tempomacher weg, wir müssen uns vorstellen, die zwei Damen laufen gegeneinander und so denken auch die zwei Damen. Die schauen gar nicht mehr, ob da Nils Bubels da vorne läuft oder nicht. Jetzt geht es langsam in die Phase Frau gegen Frau. Kilometer 35, hat Irina gesagt, ist die Zeit zum Aufwachen. Dann hören wir mal, was da in ihrem Kopf normalerweise abgeht. Manchmal ärgert man sich, letzte 3-4 Kilometer, dass es noch so viel Kraft geblieben ist und vielleicht am Anfang, aber es ist nicht mehr möglich, man ist nicht mehr im Sprint und kann man nicht schneller angehen, wie es geht. Manchmal ist es so, dass sie ganz, ganz lang werden können, diese letzten 5-7 Kilometer. Auf jeden Fall, wenn man bei Kilometer 35, 37 schon da, muss man schon also beißen. Tja, eine Kämpferin ist sie, beißen kann sie, gar keine Frage. Und solange es ihr körperlich nicht dramatisch schlecht geht, dann wird sie hier ihr Ding machen, dann wird sie hier durchziehen. Und was hat sie uns gesagt? Man sehnt sich diesen Blick, das Brandenburger Tor endlich sehen zu können. Das, was wir ihnen hier bieten können, die Vogelperspektive, die haben die Läufer natürlich nicht. Und aufgrund der Baustellen unter den Linden und an der Friedrichstraße kommt das Brandenburger Tor auch erst sehr spät ins Blickfeld der Läuferinnen und Läufer. Ja, und hier sehen wir den souveränen Mann, ja, Wilson Kipsang. Er dominiert jetzt die letzten 4-5 Kilometer, hat sich nach der letzten Zwischenzeit, und wir warten jetzt mal gespannt auf die Kilometer 40, hat sie auf jeden Fall wieder auf Weltrekordkurs gebracht. Und man muss sich mal vorstellen, er lief ja in Frankfurt 4 Sekunden am Weltrekord vorbei. 4 Sekunden bei 42 Kilometer. Ich wünsche und hoffe für ihn, dass er nicht dasselbe Erlebnis in Berlin hat. Also drücken wir die Daumen, dass er hier doch noch so viel Kraft hat, dass er das entscheiden kann. Und er ist
Er ist sehr gut unterwegs. Er ist sehr, sehr gut unterwegs. Und dann gibt es natürlich deutlich mehr Geld zu gewinnen für ihn. Und um das auch mal einzusortieren, diese Läufer haben schon auch ein soziales Gewissen und ein Verständnis für die Situation in ihrem Land. Nicht nur, dass die Familien dann versorgt werden. Wir haben es gesagt, die Frau Doreen und die drei Jungs, die fiebern jetzt natürlich mit zu Hause mit Wilson Kipsang. Er hat auch dafür gesorgt, dass ärmere Läufer aus seiner Trainingsgruppe eine Wohnung bekommen, die er bezahlt. Hat eine Kirche gebaut in seinem Dorf. Also da passiert viel mehr als nur die Absicherung des eigenen erlaufenden Reichtums in den Straßen Berlins oder Frankfurts. Nein, das ist in Afrika ja üblich. In Afrika gibt es keine soziale Absicherung, staatlich organisiert. Und viele Läufer übernehmen diese Verantwortung und sichern ihre Familien ab, das Dorf ab und engagieren sich und sind auch Motor für eine wirtschaftliche Entwicklung. Aber schauen wir das an, 3 Sekunden gut gemacht, 2 Kilometer vor Schluss. Und ich drücke ihm die Daumen, dass er sich da nicht die Butter vom Brot nochmal nehmen lassen, wie in Frankfurt vor 2 Jahren. Macht auf mich immer noch einen glänzenden Eindruck. Jetzt auch etwas stärker die Arme einsetzend zum aktiven Schwung holen und schwingen. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. Das wird auf dem Zielstrich entschieden, ob es wirklich schon wieder, sage ich, zu einer Weltrekordzeit in Berlin reichen kann. Natürlich wird hier eine Menge getan, die Strecke geebnet, die Athleten gepflegt und umsorgt. Und es wird alles getan, damit hier die Bedingungen gemacht sind. Jetzt ist er übrigens raus aus dem Gegenwind. Jetzt hat er Rückenwind. Jetzt hat er dann gleich auch den Blick auf die Umrisse des Brandenburger Tores. Und dann geht es rein in den unmittelbaren Endspurt. Aber es sind doch einige Meter. Sie sehen das. 40,75. 42,195. Das ist die magische Zahl. Und es bestätigt Haile Gebrselassie, der gesagt hat, Berlin ist Magic. Es scheint hier tatsächlich so zu sein, dass es Magic ist. Wilson Kipsang hier auf dem Weg, jetzt mit Rückenwind. Er sieht so aus, dass er sich das Ding nicht nehmen lässt. Aber der weiß natürlich jetzt auch von den mitfahrenden Betreuern, was es geschlagen hat, dass er in Griffweite des Weltrekordes ist. Links eingeblendet, der letzte Kilometer in, was war das, 2,59. Das ist die angesprochene Baustelle. Leider können da keine Zuschauermassen Wilson Kipsang nach vorne peitschen, aber der hat natürlich längst die Orientierung. Er weiß, es geht noch, ich kann noch. Und schauen Sie mal, wie der sich immer noch mit diesen raumgreifenden, leichtfüßigen Schritten bewegt. Das ist wirklich eine Demonstration eines Ausnahmeläufers, die wir hier sehen. Und Boden gut gemacht hat er auch von Kilometer 36 bis 38. Dort, wo wir gesagt haben, Mensch, was ist jetzt los mit dem Eliud Kipchoge? Ja, es war das los, dass er sich wieder auf Weltrekordtempo gebracht hat. Und jetzt, letzter Kilometer, schon längst angebrochen. Aber schauen Sie sich das an, das geht halt wirklich um Wimpernschläge, es geht um Kleinigkeiten, es geht halt um einen Schlussspurt. Macao hatte der wirklich noch die Kraft, hier einen Schlussspurt zu ziehen. Die Vergleiche hinken natürlich. Es ist eben jetzt nicht der direkte Vergleich, sondern Wilson Kipsang läuft gegen die Uhr und die tickt unerbittlich weiter. Es ist jetzt eine lange Gerade. Es geht auch um Renneinteilung. Ja? Hat er das richtig gemacht, dass er jetzt nochmal dagegenhalten kann? Und es geht hier um 2-3 Sekunden hin oder her. Im Hintergrund sehen wir Eliud Kipchoge. Auch der ist auf der langen, langen Zielgeraden. Hier jetzt natürlich die Zuschauer dicht gedrängt. Fasziniert von diesem Ereignis. Fasziniert von diesem Läufer. Von Wilson Kipsang. Und hat er die Kraft? Das ist jetzt die Frage. Hat er die Kraft? Es ist eine lange Gerade, wenn er durchs Tor läuft, durchs Brandenburger Tor. Sind immer noch gut 400 Meter. Nochmal die Orientierung jetzt rechts rüber. Auch da hat es schon kleine Unregelmäßigkeiten gegeben. Wenn der ein oder andere das nicht gleich kapiert hat, dass er hier nochmal die Straßenseite wechseln muss. Und aus der Hubschrauberperspektive
erkennt man so diese Geschwindigkeit von Wilson Kipsang. Das Brandenburger Tor ist passiert. Es sind nur noch ein paar Meter. Zur Orientierung, 2:03:38 ist der Weltrekord. Also eine knappe Minute hat er noch. Das muss er doch schaffen. Das kann er schaffen, aber die Straße, die nimmt hier kein Ende. Diese lange, quälende Gerade. Jetzt versuchen sie ihn hier zu tragen. Peitschen ihn nach vorne. Er setzt doch mal die Arme ein. Wilson Kipsang, 2:03:38. Schafft er die neue Marke? Jetzt quetscht er auch alles raus, zeigt die Zähne, stürmt hier an unserer Kommentarposition vorbei, dem Ziel entgegen. Das muss doch reichen. Das reicht, das wird ein Weltrekord. Tatsächlich, wieder so ein herausragendes Rennen. Ein einzigartiger Moment im Berlin-Marathon. Wilson Kipsang gewinnt den Weltrekord. 2:03:22, die neue Marke. Ein sensationelles Rennen von Wilson Kipsang. Der kann es noch gar nicht fassen. Ich glaube, er versteht es auch noch nicht. Es war ein sensationelles Ergebnis. Da kommt Marc Milde, der Organisator. Ja, alles richtig gemacht, kann man das sagen. Und der Zweitplatzierte läuft an unserer Kabine vorbei. Hier nochmal die Zeit. 2:03:23. Das ist das Maß auf der klassischen Distanz. Und was für ein überragendes Rennen auch von Eliud Kipchoge. Wir haben es gesagt, Bestzeit wird das. 2:04:05. Super Rennen. Unglaubliche Ergebnisse in Berlin. Ja, Berlin ist Magic. Da ist er, klatscht sich ab mit seinen Landsleuten, mit seinen Betreuern. Wilson Kipsang, der neue Weltrekordler. Er war so nah dran in Frankfurt. Er wollte Olympiasieger werden, hat sich verzockt und jetzt ist er ganz oben. Und er ist der Größte. Das ist doch toll. So ein Konkurrent auf absolutem Niveau, aber ja, die können sich freudestrahlend in den Arm fallen. Und zunächst mal ist die Anstrengung vergessen und sie laufen zurück hier und nehmen die Parade ab. Der zahllosen Zuschauer, die hier stehen und den beiden Topläufern zujubeln. Geoffrey Kipsang sehen wir da, hat sehr lange hier mithalten können, der junge Mann. Der ist gerade mal 20, der hat sicher die Zukunft noch vor sich, hat da auch alles versucht, um mit den beiden Topläufern in Richtung Ziel zu stürmen, aber er musste dann dem hohen Tempo doch Tribut zollen. Läuft das Ding jetzt hier immer noch auf sehr hohem Niveau. Ordentlich zu Ende. Wir freuen uns gleich auf André Pollmecher, den besten Deutschen. Wir sind gespannt, schafft er die persönliche Bestleistung? Schafft er die EM-Norm? Und dann die Frage, wer gewinnt bei den Frauen? Wo landet Irina Mikitenko? Das sind die spannenden nächsten Minuten hier in Berlin. Und auch für den Drittplatzierten gilt, er läuft hier an seine persönliche Bestleistung ran. 2:06:12 hat er stehen. Aber Dieter, der ganz anders als die beiden Ersten, der stürmt nicht ins Ziel, der ist stehen K.O. Der hat ja fast 4 Minuten verloren auf die Topläufer auf den letzten Kilometer. Ja, er hat alles riskiert, er wollte in der Spitzengruppe drin sein und dann, aber immer noch ein Wahnsinnsergebnis, 2:06:22,